Es geht um einen Staatsanwalt, der sich mit einem besonders schwierigen Fall befassen muss. Einen Mörder, der ohne Motiv einen Hauswart mit der Axt erschlagen hat. Dieser Fall treibt ihn um und es kommt dazu, dass er tatsächlich richtig aussteigt aus seinem eigenen Leben, weil er die Lehre, die der Mörder in seinem Leben entdeckt hat, dieses Hamsterrad, in dem er gefangen war, für sich selbst auch erkennt und eben kein Leben mehr mit Ersatz, kein Leben mehr, was auf Hoffnung beruht, Hoffnung auf den Feierabend, Hoffnung auf die Rente, das alles will er hinter sich lassen und will neu leben lernen, lebensgierig, voller Impuls und vergisst tatsächlich wie eine Amnesie sein bisheriges Leben und geht los in die Welt. Ich möchte nicht stören. Sie kommen aus der Stadt herauf. Das ist nicht meine Art sonst. Wollen wir etwas essen? Wir haben bloß Suppe. Bohnensuppe. Es ist insofern sehr spannend, weil die Diskussion eben des freien Willens geführt wird. Darf ich für mein persönliches Glück, was für uns ja sehr wichtig ist, über das Glück einer Gemeinschaft stellen? Inwieweit ist eine Gesellschaft denkbar, in der nicht nur Leistung wichtig ist, sondern auch persönliche Freiheit möglich ist? Der Ermordete hatte eine verhältnismäßig junge Frau. Ehefrau. Sie tut mir leid. Grund zur Eifersucht? Das weiß ich nicht. Ich meine, ihretwegen. Davon habe ich nichts bemerkt. Ich meine, er ist ihm nicht im Wege gestanden. Wieso? Und ein politisches Motiv haben Sie auch nicht. Ich verstehe nichts von Politik. Sie glauben also zum Beispiel nicht daran, dass man durch Gewalt die Welt verbessern kann? Das weiß ich nicht. Und das ist eben das Spannende, was Max Frisch hier erzählt. Es gibt kein rein privates Leben. Alles, was ich tue, hat eine Auswirkung auf meine Gesellschaft. Und alles, was ich tue, ist mehr oder minder, wie der kategorische Imperativ, ein Bild dafür, wie ich denke, dass die Welt sein müsste. Und das wird ihm zum Verhängnis. Deswegen scharen sich plötzlich Leute um ihn, die wie er mit der Axt morden. Aber es kann ja keiner wollen, dass wir uns alle nur noch statt mit Geld mit der Axt unterhalten. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Figuren. Zum Teil sind sie grotesk überzeichnet, zum Teil sind sie eben sehr detailreich, sehr zart gezeichnet, sehr schön skizziert. Und auf jeden Fall ist es ein Panoptikum von verschiedenen Strömungen. Es ist multiperspektivisch. Man weiß immer nicht, wird es aus einer Dimension erzählt, also der Staatsanwalt als Hauptfigur, ist es sein Albtraum? Oder ist es wirklich ein Bild, ein Blick von außen? Alles gepasst, aber nicht. Eine Ehrengarde. Wer sind Sie? Das wissen Sie genau. Wie kommen Sie hierher? Ich klappe, Herr Minister. Opfergedanken leider auf beiden Seiten. Mein Herr. Ich werde Sie nicht lange aufhalten, mein Herr. Mein Vorschlag ist kurz und einfach. Es ist jetzt 10 Minuten vor Mitternacht. Sie sind der Anführer der Rebellen?